In diesem Video zeige ich dir, wie ich meine Bassisten hier im Studio aufnehme. Ein komplettes Tutorial von vorne bis hinten, also bleib unbedingt dran. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic. Aber auch wenn du nicht mit Logic arbeitest, kannst du aus diesem Tutorial sehr, sehr viel rausziehen. Bei fast allen Songs, modern oder alt, bildet der Bass zusammen mit der Rhythmusgruppe, also mit den Drums, das wichtigste Fundament oder das wichtige Fundament eines Songs. Wenn der Bass nicht groovt, wenn der Bass nicht zusammen mit den Drums groovt, dann kannst du den Rest vergessen. Und hierbei spielt es übrigens überhaupt keine Rolle, ob du einen Synthi-Bass mischst, zum Beispiel für eine EDM-Produktion, oder einen richtigen Bass für eine Rockproduktion. Es ist immer wichtig, dass der Sound stimmt und dass er mit den Drums, im Speziellen mit der Bassdrum zusammen, gut tut. Ich habe dieses Tutorial in zwei Teile aufgeteilt. Und zwar einmal mache ich die Aufnahme, die Bassaufnahme, hier in diesem Fall mit einem richtigen E-Bass. Und im zweiten Teil mischen wir dann den E-Bass. Also ein komplettes Tutorial, E-Bass aufnehmen und abmischen. Und damit kommen wir schon zum wichtigsten Glied in der Kette. Und das habe ich ausgerechnet für dieses Tutorial nicht da. Und das ist natürlich ein guter Bassist. Ja, damit fängt alles an. Wenn du eine richtig geile Bassaufnahme willst, brauchst du einen geilen Musiker. Das gilt nicht nur für Bass, das gilt für alle Instrumente, okay? Das habe ich jetzt nicht da, deswegen musst du mit mir Vorlieb nehmen, aber ich denke, du kannst trotzdem einiges aus diesem Tutorial rausziehen. Aber das wäre zumindest das Erste, nachdem du schauen solltest, ein sehr, sehr guter Bassist am besten. Und dann geht es schon mit dem Recording los. Das wird heutzutage leider oft vernachlässigt. Heutzutage verlassen sich viel zu viele, vor allem die jüngere Generation, viel zu viel aufs Mixing. Und vergessen dabei das Recording. Das Recording ist aber fast der wichtigere Schritt. Und deswegen fangen wir jetzt ganz von vorne an. Ich habe also hier diese Bassgitarre. Und das Erste, was ich jetzt natürlich mache, das wichtigste Glied in der Kette, guter Bassist, habe ich nicht. Dann fange ich mit dem zweitwichtigsten an. Und das heißt, ich stelle jetzt hier über diese sozusagen internen Equalizer, über diese Drehregler hier, versuche ich schon mal einen so gut wie möglichen Basssound hinzubekommen. Ja. Einfach über das Instrument selber versuchen, einen Sound hinzubekommen, der dir schon einigermaßen gut gefällt und mit dem du schon einigermaßen was anfangen kannst. Das ist zumindest schon mal sehr, sehr wichtig, um hier irgendwie einen guten Startpunkt zu haben. Das ist das Erste. Wenn du das hinbekommen hast, dann kannst du natürlich den Bass jetzt abnehmen über eine Box. Das mache ich jetzt in diesem Tutorial hier nicht, in diesem Beispiel, sondern ich bin direkt über eine virtuelle DI-Box in Logic hier reingegangen. Die blende ich dir kurz ein. Da gehe ich also direkt rein. Ich habe meinen Bass hier in einen Preamp eingesteckt, hier im Studio drin. Also das Kabel steckt jetzt noch nicht, aber ich habe hier einen Preamp und du hast dann einfach dein normales Audio-Interface, wenn du daheim im Home-Recording-Studio aufnimmst. Und meistens hat das hier so einen Kippschalter und dann musst du auf Instrumenteneingang einstellen. Das ist wichtig, ne? Instrument bei dir hier und dann gehst du hier mit deinem Klinkenstecker einfach rein, okay? Das ist das Erste. Und dann habe ich, wie gesagt, diese virtuelle DI-Box von Logic genommen. Da habe ich mir den Ton eingestellt, so dass er mir schon einigermaßen gefallen hat. Und durch diese DI-Box spiele ich durch. Das heißt, ich nehme direkt schon so auf. Und das ist wirklich wichtig, dass du versuchst, schon bei der Aufnahme, beim Recording, und das wird, wie gesagt, leider oft vergessen heutzutage, beim Recording, dass du versuchst, schon die bestmögliche Performance und den bestmöglichen Ton rauszuholen aus dem Bass. Also stell das Instrument richtig gut ein, das ist wichtig, und stell dann deine Bassbox ein, mikrofonier sie richtig, oder in meinem Fall jetzt die virtuelle DI-Box oder die virtuellen Bassamp, versuch den so einzustellen, dass du schon mal eine sehr, sehr gute Grundbasis hast, die du nachher abmischen kannst. Ich fange jetzt an und werde mit meinen bescheidenen Möglichkeiten hier ein bisschen ein kleines Demo einspielen mit dem Bass und verschiedenen anderen Instrumenten. Und danach im zweiten Teil werden wir den Bass dann abmischen. Viel Spaß! Thank you.
kommen wir zum zweiten Schritt und das ist das Mixing, das Bass Mixing. Hier ist meine wunderschön eingespielte Bassspur, die kannst du hier schon sehen. Und ich würde sagen, wir hören mal ganz kurz rein, ob das hier brauchbar ist, was ich hier als Nicht-Bassist fabriziert habe. Also ich finde, als Nicht-Bassist ist es gar nicht so schlecht, es ist durchaus brauchbar. Jetzt hatte ich vorhin erwähnt, bevor wir jetzt zum Bass-Mixing kommen, dass ich, also du kannst natürlich einen Bass-Amp jetzt aufnehmen, mikrofonieren, das habe ich nicht gemacht, sondern ich bin direkt in Logic hier über die DI-Box reingegangen. Das sind nur diese kleine Box hier, durch die habe ich durchgespielt und was du hier hast, du kannst hier High-Filter-Cut einstellen, das ist jetzt nicht so wichtig, aber ich habe hier den Tone so ein bisschen geformt schon und dadurch habe ich einfach durchgespielt. Das sind so verschiedene EQ-Kurven, das ist jetzt nicht so wichtig. Was cool an dieser Box ist, ist, du kannst die Direct-Box mit dem Amp mischen. Okay, das mache ich jetzt und zwar kann ich das hier in Logic über diesen Schieberegler machen. Mir geht es jetzt nur darum, dass wir jetzt praktisch noch ein bisschen im Recording-Prozess sind. Ich höre mir jetzt an, ob das alles gut klingt. Dann bouncen wir die Spur runter und dann kommen wir zum eigentlichen Mixing. Ich werde jetzt hier, weil ich spiele gern oder lass Bassisten, wenn sie keine eigene Box haben, gern über diese Direct-Box hier einspielen. Und ich kann es jetzt einfach mischen mit dem Amp und das machen wir jetzt. Ich schalte hier also um und ziehe einfach den Schieberegler rüber. Was du jetzt gehört hast, ist, dass hier jetzt dass du mehr von dieser Bassbox jetzt hörst. Das ist wie so eine, so eine Parallelmischung praktisch. Wir hören jetzt hier mehr von dem Amp. Jetzt könnte ich hier Amp-Einstellungen vornehmen und könnte den Sound hier noch weiter formen. Ich würde dir aber, wenn du kein Gitarrist bist oder kein Bassist bist, nicht raten, das zu machen. Weil ich kenne mich damit nicht aus und lieber arbeite ich doch mit meinen eigenen Werkzeugen beim Mixing, als an einer Bassbox rumzufummeln, wo ich als Nicht-Bassist keine Ahnung davon habe. Ich versuche jetzt also, ich höre mal kurz rein, versuche vielleicht die Midrange noch ein bisschen anzuheben und sobald ich recht zufrieden bin mit dem Basston, bounce ich das so rein, fertig ist das und bearbeite es mit meinen eigenen Plugins weiter. Zu viel Low-End. Direct-Box nur. So gefällt mir das jetzt und da mache ich gar nicht weiter groß dran rum, weil ich, wie gesagt, von sowas keine Ahnung habe als Nicht-Gitarrist. Das heißt, ich bounce jetzt meine Bassspur. Effekt-Plugins umgehen machen wir nicht. Und ich bounce das jetzt. Und dann habe ich eine Audiospur. Das ist meine Rohspur oder deine Rohspur, so wie sie dir vorliegt, wenn du dann beim Mixing das zugeschickt bekommst. Ja, wir haben jetzt also nichts im Kanalzug, der berühmte leere Kanalzug vor dem Abmischen selber. So, jetzt habe ich die Effekte hier reingebounced und jetzt fange ich an. Und beim Bass-Mixing gehe ich eigentlich in drei Schritten vor. Erstens fange ich an mit dem EQ, da suche ich bestimmt die Frequenzen, die ich dir gleich erkläre. Dann arbeite ich mit einem Kompressor, manchmal noch in Verbindung mit einer Parallelbearbeitung. Und als drittes benutze ich noch ein Reverb. Ob dich das jetzt wundert oder nicht, ob du denkst, was soll denn das Reverb auf dem Bass, das soll man doch nicht machen, sagen manche YouTuber vor allem und so weiter. Doch, Reverb auf den Bass kann ihm so eine gewisse Fatness noch verleihen, die ganz cool ist. So eine gewisse Größe, so ein bisschen mehr Breite einfach kann so ein gutes Room-Reverb vor allem, das gut passt, kann da ganz gut passen auf so einen Bass. Aber das zeige ich dir jetzt gleich. Aber jetzt fangen wir an, wie gesagt, mit einem Equalizer. Und ich nehme jetzt hier also gerne so einen grafischen EQ. Das ist der von Logic. Du nimmst einfach deinen. Ordentlich, ne? Okay. Cool,
Also da hat er, kriegt er ordentlich ein Low-End dazu. Ich lasse es gleich nochmal solo laufen. Jetzt machen wir das nächste. Wir suchen die Mid-Range, da wo das Plektrum ist. Ich habe es natürlich ohne Plektrum eingespielt, aber ich suche mir so ein bisschen das, das die, so die Präsenzen von dem Bass raus, dass der gut durchkommt, auch gegen die Bassdrum. Also bei so einem grafischen Equalizer, ist bei dem Equalizer ein bisschen anders, kann man in der Regel, oder jetzt bei dem hier, kann ich ein bisschen brutaler vorgehen, deswegen ziehe ich die Frequenzen relativ weit immer und relativ, ja, relativ zügig und weit nach oben. Da hört man einfach später was von der Veränderung. Das kommt eben immer auf die Frequenzkurve an, die, das sehe ich ja nicht, was genau hier passiert. Ja? Also jetzt habe ich hier nochmal ein bisschen Präsenz dazugegeben, das gefällt mir schon ganz gut so. Jetzt suche ich noch Frequenzen, die nicht so gut passen, das ist beim Bass oft zwischen 500 oder 600, aber es gibt natürlich keine Regeln beim Mixing, da erkenne ich das oft. Mal so. Okay. Ich habe hier auch noch um 1,4 dB den Output abgesenkt, weil ich durch die EQ-Bearbeitung recht viel angehoben habe, jetzt die ganze Sache natürlich ein bisschen lauter gemacht habe. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt, und das ist der Kompressor. Ich nehme einen Kompressor von Logic selber. Und zwar nehme ich da ganz gern für den Bass einen Vintage FET. Das ist ganz, und da mache ich jetzt auch nichts Besonderes hier. Wir machen einfach eine ganz moderate Ratio, 3 zu 1, genau. Und hier so mittelberechtigte Attack und Release. Autogen schalten wir ab. Und jetzt versuche ich einfach, also die Idee dahinter bei der Basskompression ist, die Peaks ein bisschen abzufangen. Ja, die Pegelspitzen ein bisschen abzufangen und die Tail. Also wenn ihr hier längere Noten spielt, schau mal, hier siehst du es ganz gut, die Tail ein bisschen lauter zu machen. Ne? Du siehst, dass ja hier, hier ist so die Pegelspitze, sag ich mal, der Transient, und dann wird der hier, die stehenden Noten werden hier sehr schnell leiser, und das versuche ich jetzt mit dem Kompressor ein bisschen abzufangen. Das heißt, ich mache die Pegelspitze ein bisschen leiser, die Tail, also die Klangfahne, ein bisschen lauter, sodass ich ein bisschen gleichmäßigeres Signal habe, und hebe das dann über das Autogen wieder an. Okay, einfach, dass ich ein bisschen ein gleichmäßigeres Signal hier mit dem Bass bekomme. Ich glaube nicht, dass es bei diesem Bass nötig ist, aber manche Bässe, die so ein bisschen stumpf und klanglos, glanzlos klingen, da kann eine Parallelbearbeitung, entweder eine Parallelkompression oder eben eine, was ich jetzt probiere, so eine Parallelbearbeitung kann da ganz nützlich sein. Du kannst auch zum Beispiel die hohen und die tiefen Frequenzen unterschiedlich bearbeiten. So was Ähnliches mache ich jetzt. Und zwar möchte ich mal versuchen, ob ich noch ein bisschen mehr aggressive Midrange hier rauskitzeln kann, was ich mit dem Equalizer nicht so gut hinbekomme. Und das ist so ein bisschen so ein Geheimtrick hier. Ich nehme mal, was weiß ich, Bus 16. Der wird dir direkt angezeigt. Und dann nehme ich jetzt von Waves meinen Vintage FX Vintage Exciter. Das ist ein Harmonic Exciter, der fügt dem Signal Obertöne hinzu, die so nicht da sind. Das ist eigentlich jetzt für einen Bass komplett ungeeignet. Das verwendet man, wenn du die Presets hier anguckst, eigentlich eher für Gitarren, für Vocals, um so ein bisschen mehr so High-End-Touch oder so ein bisschen mehr Crispness in die Vocals zu geben oder auch in die Drums. Für Bass gibt es hier zum Beispiel überhaupt kein Preset, aber ich nehme jetzt einfach trotzdem eins. Nehmen wir mal Crisp Drums. Ich möchte das als Parallelspur verwenden, deswegen muss ich hier auf X gehen, damit ich das zumischen kann. Und jetzt gehe ich hier auf Bus 16. Genau. Achso, den hat er schon angelegt, sorry. Gut, dann machen wir das hier, und zwar Pre-Fader. Und jetzt versuche ich hier, dass wir mal nur diese,
diese Parallelspur hören. Das ist praktisch jetzt nur eine Kopie und hören wir mal an, wie das sich jetzt anhört mit diesen Crisp Drums. Okay. Okay, das ist natürlich absolut gruselig jetzt, aber der Trick hat schon hier und da mal funktioniert. Ich habe das jetzt vorher nicht ausprobiert und zwar mische ich das jetzt mal dazu zu dem normalen Bass. Das ist wirklich eine Geheimwaffe, wenn dein Bass irgendwie gar nicht durchkommt, speziell gegen die Drums auch, wenn der gar nicht durchsticht, dann kannst du, wenn du so einen Harmonic Enhancer hast, dann kannst du den einsetzen. Das klingt einzeln jetzt echt gruselig, aber du hast gehört, ich kann hier richtig Präsenzen ja hinzuzaubern, die praktisch so gar nicht da sind. Und dafür ist dieser Vintage RX Sider richtig cool, auch bei einem Bass, obwohl er hier völlig zweckentfremdet hat. Kommen wir zum letzten, was ich gesagt habe, und das ist der Hall. Genau, also ein Hall auf einen Bass, sagen viele, ja, was soll denn das? Es bringt ja gar nichts, aber es bringt in der Tat was. Wo bin ich denn jetzt hier? Bus 11, hängt nichts drin. Dann nehmen wir ihn einfach jetzt mal hier drauf. Und zwar nehme ich jetzt hier einen Hall. Genau, wir nehmen diese Lexikon-Emulation direkt von Native Instruments und da nehme ich jetzt Drummer's Room, also einfach einen Raum-Reverb, ja, einen Raumhall. Den habe ich jetzt als Aux angelegt und jetzt schau mal, was passiert, wenn ich diesen Raumhall meinem Bass jetzt zumische. Wie der dann so ein bisschen fetter und einfach ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Präsenz, ein bisschen mehr Body bekommt noch. Zu viel? Also finde ich beeindruckend, das ist noch so das gewisse Etwas, wenn dir Body fehlt. Du kannst sagen, wenn dir so ein bisschen Aggressivität fehlt, kannst du diesen Vintage Oral Exciter nehmen oder irgendeinen Exciter, den du hast, um oben rum ein bisschen mehr Gas zu geben. Wenn dir die Tiefe fehlt und du bekommst es nicht mit irgendwelchen Zauber-Plugins hin oder was weiß ich immer, dann kann auch einfach so ein Reverb, so ein Room-Reverb helfen. Das war jetzt vielleicht auch nicht so das Ideale, gibt es vielleicht auch bessere, aber du weißt, was ich meine, um dem Bass noch ein bisschen so Body zu geben. Jetzt schauen wir mal an, was wir zusammengemischt haben von der Rohspur, zumindest die schon von der vorbearbeiteten, aufgenommenen Spur bis jetzt, was wir jetzt alles gemacht haben. Hören wir da mal rein. So nehme ich meinen Bass auf und mische ihn auch ab. Und wie du gesehen hast, auch in diesem Beispiel wieder ist, dass der Equalizer eine tragende Rolle spielt. Du musst dich einfach mit Frequenzen auskennen. Du musst wissen, welche gut klingen und welche schlecht klingen. Ja, das kann wirklich Probleme im Mix verursachen. Wenn du nicht weißt, welche schlecht sind, dann empfehle ich dir meinen PDF 6 Problemfrequenzen. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da gebe ich dir 6 Frequenzen, die sehr, sehr oft im Mix Probleme verursachen. Also lade die auf jeden Fall runter, habe ich dir im ersten Kommentar angepinnt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und schreib mir doch einfach mal so in die Kommentare, wie mischst du eigentlich deinen Bass ab? Hast du dich da ein bisschen wiedererkannt oder gehst du einen völlig anderen Weg? Würde mich auch
interessieren, schreib es mir also unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!